Ich mache heute nichts mehr. Select your champion. Ich nehme Tyra. Customize your champion. Tyra. So, welcher Gegner möchte alles ätzende Säure? The hunt calls. Ich muss mein Bruder gerade vor so zu mir, ja, du das Holz, was er da unten klein gesägt hat, soll ich wieder hochbringen und so weiter bei Teilzeit. Oder irgendwie Teilzeit hat er gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Geht wohl Teilzeitjob. Oder bei Teilzeitjob kenne ich nur. Oder Dings, oder halt bei Zeiten soll ich das hochbringen. Heißt auf Deutsch. Fragezeichen. Ich denke mal, er meint damit, ich soll das die nächsten. Soll ich das entweder heute oder morgen hochbringen, wahrscheinlich. Prepare for battle. Dahin tun, wo es hingehört, damit man es wegtun kann. Sag ich halt einfach ganz einfach, ja, mach's halt morgen, Leute. Ich mach's morgen. Wenn ich dann aufstehe, direkt nach dem Aufstehen, erstmal runtergehen, das ganze Zeug hochräumen und dann hoch. Let's go. Ist ja perfekt, weil ich will heute Abend in Ruhe zocken. Ich will jetzt hier nicht noch irgendwelche Arbeiten machen. Let the battle begin. Ja, geil, Eroberungspunkt wieder. Ja, sehr geil. Yo, yo. Bam. Ey. Mach keinen Scheiß hier. Yo. Junge, was ist das denn? Fuck you, Pech. Junge, jetzt nerven die hier rum wieder. Mann, ey. Junge, ich bin schon wieder betäubt, ihr kleinen Hunde. Halt jetzt. Weg mit dir, Schmutz! Ja, kleiner Keck, Alter. Der geht mir so auf den Zeiger. Your light flickers. Reicht jetzt. Quad-Core Kill. Warum stehen jetzt alle? Ey, ich will nicht kuscheln. No. This is out!
Junge! Was willst du eigentlich? Er kommt zu mir. Ich will sie auch schon wieder verabschieden. Ach, Bad. Triple kill. Triple. 15 in a row. Ach man, der Arme. Und hau rein. Victory. Easy. Easy win. Hätte dagegen gelasert. Boah, zisch. 42 Eliminierungen. Quests. 2 von 10. Verdiene Geld. Ja. Muss ich auch noch fertigstellen. Die habe ich auch noch drin. Wir sind aber schon bei 87. Null. Select a champion. Customize your champion. Tyra. Tyra. The hunt calls. Ach lol, wir haben gar keine Assassine. Ja moin. Und boah. Das könnte ein bisschen hässlich werden. Und im Spiel, da ist jemand im Sprachchat. Hör ja nichts. I defeated a Gorlock with my bare hands. These foes will be of little trouble. Hey, ich hab Sprachchat im Game an, aber auf Push to Talk. Passi unterhält sich mit einem imaginären Freund, Leute. Kiss. Hallo? The battle is about to begin. Er hat gerade vorher hey gesagt, aber jetzt kommt gar nichts mehr. Pfff. Ekelhaft. Group up. Ah, hat er Pech gehabt. The trail awaits. 5, 4, 3, 2, 1. And so it begins. Rolling out. Schon wieder dieser Schattenmann, Alter, der geht bis auf den Sack. Tschüss, Fernando. Hau rein. Wir wollen echt alle ätzende Säure abbekommen hier. Natürlich. Ich krieg auch von hinten Schade, aber ich kann mich gerade nicht auf hinten konzentrieren.
Von hinten kommt er nichts. Kann auch sein, dass von oben kommt. Ja, möglich. Aber ich kriege auf jeden Fall von hinten irgendwie Schade. Das war der Schattenmann. Down. Rampage. Double kill. Von oben, Fernando, von hinten. Boah, ich hab ihn nicht gesehen. Ist da reingeflogen, so ein Horst, ey. Der immer reinspringt und verreckt, Alter. Der Typ ist doch echt nicht mehr zu glauben, ey. Brenn, Fernando, brenn! Hau rein! Ah, lol. Er hat sich defended. Der Ekelhafte. Und trotzdem down. Und down. Och man, das ist schon wieder genauso wie gestern. Oh Junge. Wo? Schon wieder beide down. Hau rein. Die ganze Zeit nur im Draufballern sind, was ist denn da los? Ja. Ach. Ach, Mann. Boah, ich hab schon wieder fast die Hälfte von 37 durchgespielt, bei 38. Jo, tschüss. Passi, wir pushen hier gerade bei den Level durch. Von meinem Balken. Ja. Choose your champion. Ich spiele bald wieder Neve. Customize your champion. Oh Mann. Pass hier ganz entspannt. Darf hier gleich ein vor Langeweile. Als ob! Aber vor Langeweile. Du chillst gerade vor lauter Langeweile. Hä? Du chillst gerade vor lauter Langeweile. Weil du wartest, dass das Spiel losgeht. Nein! Was? Nein! Ich zock gerade währenddessen noch ein Handyspiel. Ja, ich auch! Weil die Runde so langweilig ist. Don't get left behind. Don't be left behind.
Weil ich brauche nur eine Hand, um Säure zu schießen. Du chilliger. Um Säure zu kotzen. Du chilliger. Ich kann schon wieder Glücksrad drehen. Springflor. Mach mal. Ach, schon wieder nur diese Drecksressource. Was ist denn das? Flieglor, Sturmfall. Sag Fleischklöpschen. Säurebad für dich. Und nein, keine Axt, Mann. Du kriegst eine Säurebad. Okay. Pack öffnen, bam, boost, boost. Zack, öffnen wir das nächste. Gehen wir zur Schatzkammer. Öffnen da die Gras-Sachen. 6 Odin-Münzen. Bam. 3, 2, 1. The battle has begun. Ich komm hier nicht raus. Tread lightly. Abfahrt! Lol. Mann, ich wollte gerade angreifen. Ach Mann, ich schon wieder der Flammtyp. Und schon wieder ist er tot. Lol, ich bin gestorben. Mies. Egal, bin ja gleich wieder da. Aber ich kann die gleich so abfacken. Looking sharp. Looking sharp. You healed me. Thank you. I will not die. Not yet. Junge Fernando, der stirbt auch die ganze Zeit. Autsch. Die sterben einfach alle zu schnell. Der Tank kommt zu mir. Lass ihn. Ach man. Junge!
Vernichtung, 15er Kill. Ich hab jetzt 40er Killsträhne. Ihr habt die höchste Killsträhne von euch. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt hat Brut mehr. Junge, die sterben alle die ganze Zeit. Ja, eine 40er Killsträhne, das ist gut. Ich bin nur einmal gestorben. Du hast nur eine 34er Killsträhne. Ja, besser als nix. Ich hab die höchste Zielzeit. Schadensminderung. War nicht so viel Schade gemacht, aber ist ja nicht weiter schlimm. Ich bin bester Beschützer. Boah, ich hab fast das mit Gold voll. Nochmal einmal eine Belagerung. Und dann Abenteuer wartet noch 6 Matches, dann bin ich auch mit den. Hab ich auch die Quest. Lol. Läuft. Select your champion. Customize your champion. Barrick. Garden fehlt. Jo. Don't get left behind. Don't be left behind. Ja, es fehlt Schaden. Warum spielt denn der Andraxis jetzt? Ah, 96er Andraxis. Ja, ist klar. What doesn't kill me, better start running. Springfloor. Das könnte ohne Schaden ziemlich hitzig werden. The battle is about to begin. Aber wir haben 2 Verteidiger, 1 Healer und 2 Assassinen. Du machst heute bis Mitternacht, oder wie? Weiß ich noch nicht, aber da muss ich spätestens ins Bett. Wenn du dann überhaupt schlafen kannst. Ja, Voraussetzung natürlich. Guck mal einfach mal. Wie die gegen deine Säure nichts machen können. Hallo, mir wird's langweilig hier drin. Seite. Assistance is unnecessary.
in a row. Shadows. Was der Fight jetzt hier? Jo, ich wurde voll unter die Map gebacken, lol. Alle tot schon wieder. Ich will auch noch mal mit rein, ey. Ich hab dich. Mann. Victory. Victory. Ach Mann, ich sterbe alle so schnell immer. Junge, Junge. Ah Leute, die eine Quest habe ich erfüllt, cool. Team Deathmatch. Bis. Select a champion. Tyra. Was ist das für ein Modi jetzt hier? Das ist eine. Es ist nur 2 Tage drin. Customize your champion. The hunt calls. What the fuck? Einfach zweimal Tyra mit drin. Nein. Hast du jetzt speziell dafür reingemacht, oder was? Nur weil es 2 Tage drin ist. Ich kenne den Modus gar nicht. Das ist wieder Point einnehmen. Five, oder nee, das sind Kills. Three, mal Kills two, machen. One. The battle has begun. Bin mal gespannt. Prepare for battle. Ouch. Get down, sniper. Scheiß Sniper. Alter, ich hab ne Vergiftung. First Blood. Ich hab ne Vergiftung. Ich bin wegen Vergiftung gestorben. Scheiß Camper. Yo! Was down? I'm not finished. My thanks, healer. They wish me dead. Careful, sniper's afoot. What's around?
Double kill. Feind, du kannst dich nicht healen. Enemy double kill. Had enough? Enemies behind us. Licked. I cannot. Enemy killing spree. Oh, ich brenne. Enemy killing spree. Boah. Enemy double kill. Einfach nur durchrennen. Enemy rampage. Killing spree. Einfach nur durchrennen, ey. Von hinten, von vorne, logisch. Bam. Ja, alle gegen mich. Enemy killing spree. Alle rennen können. Easy. Geil, ich hab den letzten nochmal gelasert. Mann. Oh, geil. Einfach durchgerannt, den Typen weggelasert. Der Arme. Konnte nichts mehr machen. MSG ID oh not found special, what the, was heißt es? Weiß ich nicht. Speziell. Das andere ist forward, not forward, oder special. Was heißt es? Frag mich nicht. Die Belohnung wäre eine Goldtruhe.
Also langsam wird das Spiel ja langweilig. Warum? Ja, parallel noch ein paar Runden auf Call of Duty Mobile noch gewonnen. Junge, was ist denn das bei dir, ey? Spazi. Dein Chat ist ruhig und parallel läuft noch der Fernseher. Läuft. Ich bin unterfordert mit dem Spiel. Sogar noch unterfordert, jetzt geht's aber hier los. ja. Könnten Sie Reddit drücken? Also ich glaube, nach der Runde höre ich mit dem Spiel auf, das ist mir zu langweilig. Mit Paladins? Ja. Das ist dir zu langweilig, was? Lava! Select your champion. Würde ich lieber Morel mit dabei haben. Customize your champion. I am Jaguar. Frosch, Dings, Frosch, Morin mit dabei. The realm deserves no pity for what's to come. Damit es witziger scheint, oder was? Damit jemand hasst, der dich anmeckert. Oder? Wirkt so. Und ja, besonders man sagt, dass man dann, dass man einen in Ruhe lassen soll. The people of the Shattered Desert were lost to history, with no one left to tell their tale. Or so it is thought. Mir fehlt Action im Spiel. Fehlt dir jemand, der dich anmeckert? Nein. Davon habe ich mehr als genügend, Leute. Mann. Nee, ich denke mal, dir hat's gestern gefallen, als Morin sich die ganze Zeit drüber aufgeregt hat, dass du das Spiel gestartet hast. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Was willst du dann switchen? Destiny oder was? Ja. Wir kriegen nicht mal Schaden, ne? Ja, weil die ganze Zeit alle abgeworfen werden. Schon wieder. Weißt du, why not? Wie kommst du denn der schon wieder hier? Der ist schon wieder was tot. Jetzt bist du mal gestorben. Ja, weil ich gerade zu sehr auf Call of Duty für die vertieft war. Du bist zu sehr in das Spiel verknallt, so ein Ding. Was, komm, lass die Runde noch gewinnen. Ihr habt noch Bock zu gewinnen. Werden wir schon gleich aufhören. Yo! Nehmen die wieder ein, Mann. An enemy is unstoppable. You are not welcome here. Ja, betäubt mich doch, ihr Dreckskinder, ey.
du flickerst. Das kann nicht sein. Ja, du kriegst auch die ganze Zeit gerade Damage. Halt jetzt an. Und trotzdem ist er gleich tot. Den schnapp ich mir jetzt. Komme da, was da wolle. Natürlich bringen die mich um. 3, 2, 1, bin ich wieder da. It is not yet my time. It's yours. Unaufhaltsam. Man merkt schon, wie gelangweilt du eigentlich bist. Ah, ich wurde mal betäubt. Gib's das auch mal. Trotzdem, sie ist nachher bei dem Gift von der Sense gestorben. I must equip myself for battle. Double kill. Doesn't mean we're friends. Triple kill. Gottreich habe ich. Ich hab mal Gottreich bekommen. Ich hab, wie du alle gekillt hast. Ich hab den Titel Goldreich. Oh, guck dir mal meinen Titel an. Welches Abzeichen ich für die Runde bekommen hab. Omnipräsent. Ja, geil. Hallo, ich bräuchte sogar. Ich bräuchte sogar nur noch ein Match, dann wäre ich auf Dings, wäre ich auf 38 oben. Ich hab sehr viel Zielzeit. Das ist schon wieder eine 30er Strähne. Das wird dir auf Dauer langweilig. Ich bräuchte nur noch eine Runde, dann wäre ich auf 38 oben. Naja, wir könnten jetzt noch ein Match machen und danach halt Destiny und so weiter und dann mal gucken. Vielleicht spielen wir mit Maureen dann noch später, wenn sie noch ankommt. Geil. Man merkt schon, passt, du bist ziemlich gelangweilt. Ach man. Onslaught. Choose your champions. Ich spiele letzte Runde, Tyra. Customize your champion. Bin mal kurz auf dem Klo, bin gleich da. Krieg ich noch einen Booster. Jo.
The gods are watching. Our blood is rushing. And the hunt is on. Prepare for battle. Da bin ich wieder. Vor allem, ich bin so klein hier. Ich kann so klein sein. Ich kann so klein sein hier. Aber kann auch riesengroß sein. Jo. Es begann. Schon wieder dasselbe Prozedere. Oh, mach mal langsam, Stier. Ey, langsam, Fettsack. Alter, noch lauter, wenn du stirbst, Stier. Und da liegt doch. You cannot stop. I am an apex predator. We are scouting again. From the shadows. You will not take this. Hey, Junge, ist die weggeflogen. Miau. Oh, Stier, rennt! Jo! Stier geht direkt auf mich! So viele Leute sterben dauernd. Und der Fettsack rennt schon wieder rein. Richtiger Killsträhne. Ich beweg mich nicht mal vom Fleck. That's five in a row. Armageddon approaches. Victory. Oh, tschüss. Alle down. Ich bin schon wieder omnipräsent. Ja, mit einer 34. Ey, bin ich auch, lol.
Nein, bei dir steht bei Strähnen 19. Ja, bei mir steht, bei dir steht omnipräsent 34 Eliminierung. Bei mir steht auch omnipräsent 34 Eliminierung. Achso, Eliminierungen, ja. Und ja, ich rede von Strähnen, da habe ich mehr. Ja, das ist und schon. Ich hab die höchste Zielzeit. Hab. Jo, schade. Ich hab 8. Ich bin jetzt auch. Geil, ich bin 38. Lol. Mir fehlen nur noch. 150.000 XP. Mehr dann hätte ich Dings. Hätte ich Level 4 vom Battle Pass. Lol. Dann bin ich bald beim Rahmen. Lol. Kann man ja mal noch heute erspielen, je nachdem, ob Maureen halt noch kommt oder so. Können wir ja gucken. Ah, egal. Würde ich sagen, switch mal Destiny, oder? Damit du auch noch ein bisschen Spannung hier drin hast. Vergiss aber nicht, eine Kategorie zu ändern. Ja, guck mal. Ah, Steam-Benachrichtigung, spielt Destiny 2. Ja, nee, schau in Kategorie, dann sich das. Da steht immer noch Paladins. Nee, ich hab gerade auf Destiny geändert. So, ich tu mal neu laden. Ist es. Dein Stream läuft ja weiter. Jetzt zeigt's an. Jetzt, ich muss erst die Seite neu laden. Ja. Aber obwohl dein Stream immer trotzdem weiterläuft. So. Ach, Erweiterung erforderlich. Man merkt schon, du kannst es langsam nicht mehr hören. Erweiterung. Jenseits des Lichts Erweiterung. Muss gerade noch gucken. Erweiterung.
30 Jahre Bogin mit erforderlich. Ah, wie klingt das? Ein Strike. Die Höhle der Teufel. Ah ja. Begib dich in die Höhle der Teufel und schwäche die gefallenen Präsenz im Kosmodrom. Eine der wenigen Aktivitäten, die man ausführen kann. Suche nach Hütern. Ich brauche nur rein. Aber das dürften wir auch zu zweit alleine schaffen, wenn wir keinen dritten kriegen. Boah, wer ist denn jetzt alles im Chat hier? Eigentlich du und noch zwei andere, aber ich weiß nicht wer. Na, jetzt nur noch einer. Ach so, der Autobot, der hat auch der Chat für Abonnenten rausgenommen. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Beziehungsweise, das habe ich dann vergessen gehabt. Aber der hat es ja dann rausgenommen. Ja, normal. Soll er ja. Aber, auch. Das ist, warte mal. Das sind ja die Befehle, die er machen soll. Zwei Mods aktiv. Ach so, das ist der Bot. Ja. Der passt ja auf. Ja, der sagt, aktiv. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Und alle deine Mods sind gerade alle online, aber nicht in deinem Stream. Tja. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören. Und ihre Seelen in die Hölle schicken. Die Seele in die Hölle schicken, schön. Ah, sie wird uns bei Discord ja noch nicht mal online angezeigt, ne? Bis jetzt. Ja. Bist denn du eigentlich? Du bist da hinten irgendwo. Ah, da ist er ja. Ja, ich habe meine Axt ausgepackt. Interessant. Wir müssen da entlang. Ei! Wir leben abgezogen. Wer? Du. Oi, ich doch nicht. Wir beide und fahren, ne? Adong. Du bist mal durch. Jetzt geht das. Ups. Ach, hier ist noch einer. Aber der gehört nicht mit zu uns anscheinend. Nope. Ist da? Nee, der ist uns reingespawnt.
Voll. Der Ausgang ist versperrt. Ja, ich hacke. Wieder Einstieg eingeschränkt. Das wird dauern. Das wird dauern, das heißt, wir müssen verteidigen. Auf Deutsch, ja. Aber nur zur Sicherheit. Die Gefallenen und die Schar sind unterwegs. Durch die Tür. Warte mal. Der schon. Der hat nur den einen Teil fertig. Ja, 1 zu 3. Zwei von drei. Lass mal Waffen nachladen hier. Sperre geöffnet. Wir können das. Wiedereinstieg eingeschränkt. Die Höhle ist da vorne unter dem Kolonieschiff. Gleich bei diesem ganzen Teufel. Oh nein! Du musst 20 Sekunden durchhalten, nicht sterben.
6 Sekunden noch. Schon wieder da. Wieder. Das ist also die Höhle der Teufel. Nee, der ist noch immun. Schau auf die Kleinen, die sind nicht immun. Warum kann ich Waffe nicht ändern? Was will der jetzt von mir? Darf nicht sterben. Drück F. Wenn der genau im Nahkampf ist, wenn der Feind direkt vor dir steht, drück F. F. Bei manchen muss ich halt mehrmals drücken. Ich bin wieder da. Ich hol kurz unser Teammate. Ja, was für Geschütz hier. Wer eben Mond. Geht doch. Genau das richtige Team geschickt. Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Mit seiner Zerstörung werden die gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Wo ist jetzt die Ruhe? Die Gefallenen sind schlau und sie werden überleben. Das tun sie immer. Hab's, ja. Ich hab nur noch 5 Sekunden. Hier oben. Hey. Was, sie hat weniger gemacht? Aber ich bin kein einziges Mal gestorben. Bitte Dice. Ich hab noch ein Schwert gekriegt. Ich glaube, jetzt kann ich die Waffe wieder weg. Ich hab noch mal einen Kampfbogen.
Möchte ich jetzt oder später aufregen? Am besten gar nicht. Also stimmt, ja, die ist ja heute in ihrem komischen Musical, da. Ja. Ganz vergessen. Bis wann ist danach, denn da? Aber danach, ne? Was danach? Danach dann. Was danach? Dann wegen zocken. Basti, wenn ich eins weiß, dann, dass du wahrscheinlich heute Nacht wieder nicht schlafen kannst. Nein. Ja, weil sie bei mir wenn ich nicht reagiere. Ja. Dann ruft sie in Dauerschleife an. Düt, 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 düt. Und dann bist du gerade in einem wichtigen Meeting. Ja, genau. Und darfst das Handy nicht rausholen. Ja. Vibriert mein Handy die ganze Zeit in der Hosentasche. Voll nervig. Ja, aber das habe ich zu Maureen auch schon öfters gesagt, dass sie gefälligst mich während der Arbeit oder so, oder wenn ich in der Schule bin, nicht anrufen soll. Die hat mich mal morgens angerufen, als ich in der Schule war. Mir war das so peinlich von meiner Lehrerin. Ich habe so zu meiner Lehrerin gesagt, ja, bei wem vibriert das Handy und so weiter, oder bei wem klingelt das? Habe ich so gesagt, ja, sorry, Frau Lehrerin, mich ruft, hat gerade nur jemand angerufen und so weiter. Ich schalte mein Handy jetzt einfach aus und so weiter, und dann passt es schon, oder stelle es halt komplett auf stumm, weil... Keine Ahnung, wollte nicht, dass es noch mehr Ärger gibt. Aber. Ja, Maureen übertreibt das manchmal schon etwas. Schon nicht mehr normal. Also, es gibt drei Sachen für dich zur Auswahl. Kann ich den jetzt eigentlich leveln? Was? Drei Sachen zur Auswahl. Ja. Exodus Absturz. Ja. Der. Terminus der Einsicht. Und. Die. Verdrehte Säule. Das Ding ist, du wirst wahrscheinlich jetzt eh noch kurz was anderes machen müssen, weil ich muss jetzt essen, weil meine Mutter mir gerade geschrieben hat. Deswegen bin ich mal eben abwesend. Aber das Harry. Dann wäre ich an der Stelle auch kurz abwesend. Ja, das passt. Schreibst du mir dann auf WhatsApp? Ja, und vorher schreibst du dann noch kurz in deinem Chat, wenn neue reinkommen, dass die wissen, dass du kurz weg bist. Ja, wenn ich wieder unten bin, schreibe ich dir direkt. Also Chat, ja. Ich bin dann mal abwesend, wir machen gleich weiter und ja. Wir haben gerade keinen Zuschauer, ne? Ist egal, passt schon. Also Chat, also. Bis gleich. Bis gleich.
Thank you.
Moin Chat, da bin ich wieder. Moinsin. Guck mal, was sie mir erstmal schreiben. Wartet mal. Servus. Da hat er die Nachricht schon gesehen. Ja, hab ich. Aber ich bin noch nicht ganz da. Wieso, was machst du? Ich hab noch 3 Minuten Restspielzeit. Für was? Clash Royale. Ja, dann tue ich so lange hier noch das Video gucken. Ich bin hier schon legendär. Gesprächsthema für dich. Kevin, erzähl's ihm. Kevin, sag's mir. Komm, was hast du mir eben gesagt? Ich guck nach meinem Drachenspiel noch. Ich bin schon in der obersten, bin schon in der Liga angekommen. Ich möchte von dir hören. Nein, guck's dir einfach an. Ich kann da keine Worte für finden. Ich muss dich ein bisschen lauter machen. Man muss dazu sagen, Max hat das ganz schlau angestellt. Aber ich sag dir dann gleich noch den genauen Namen. Der hat das ganz schlau angestellt. Der hat gesagt, EOG Time, irgendwie kann ich hier einen Geheimgang bei dir bauen, ja? Dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Der hat mich richtig verwirrt. Der hat immer so Sachen gefragt, darf ich das bauen? Kann ich das bauen? Ja. Und dann hieß er irgendwie eine Bucht im Turm, einen Turm in der Bucht bauen. Ja. Da habe ich ja kein Problem mit. Ja. Aber du weißt, wie groß Max' Vorstellungen auseinandergeht von einem normalen Turm. Kevin, pass auf, ich gehe jetzt mal um die Ecke. Ich gehe jetzt mal um die Ecke und schaue es mir einfach mal an, okay? Weil so schlimm kann es ja nicht sein. Ich sehe jetzt. Nee, das ist der Riesenpacker. Ich sehe ihn jetzt hier noch nicht. In seiner Ach du Scheiße. Das meint er nicht ernst, oder? Jetzt mal ehrlich, das übertrifft von der Größe her jeden Turm, den jemals Patrick gebaut hat, oder? What the fuck? Sag mal, spinnt der Junge? Nein. What the fuck? Ey, ich hab die Chance auf ein Ei. Komm schon. Gönne. Bro, dann sehe ich den ja auch jeden Tag. Gönn. Ich hab gesagt, der wird Gönn. Nein. Mann. Der nimmt dir die komplette Aussicht. Ja, nicht nur mir, dir wird er die auch nehmen. Alter. Spinnst du einfach, Digga? Hast du den auf? So, da bin ich. Trilex, was ist denn das? Willst du nicht ver. Ultra clean, gib's zu. Bitte? Alles symmetrisch. Das wird kaputt gemacht, Digga. Du nimmst G-Time die Sicht auf den Ozean und mir die Sicht später in die Bucht. Der wird nicht höher gebaut als so. Ich check das mal ganz kurz bei G-Time ab. Hä? So. Bist du los? Der steht, Max, der steht vor Kevins Haus. Guck mal, wenn du bei Kevin rausguckst, siehst du einfach... Max, das geht nicht, Digga. Das ist too much. Das kannst du nicht machen. Holy Trimax. Aber können wir mal drüber sprechen, wie clean ich den gebaut habe? Nein! Genau. Warte, ich komme nicht hier aus, wenn ihr dazu später mehr. Leute, Stream läuft jetzt. Kommt auf jeden Fall ran. Wir spielen heute gerade von 11 Uhr an bis ca. 15 Uhr. Also du warst auf jeden Fall nicht hier. Also Stream ist an. Hier, da ist doch mehr da links. Guck mal, wenn man hier in der Ecke steht und ganz oft springt. Ja, willst du mich veräppeln, Junge? Man sieht überall dein Turm nur. Alter, Max, ich hab dir schon das World Trade Center hier gegeben, ja? Und das werde ich übrigens auch noch mit Crocodile Andy zusammen einkleiden mit irgendwas anderem, Max. Weil das bleibt so nicht. Das ist eine Sache. Aber du musst jetzt mal aufhören, Max. Aber wenn man hier steht bei G-Time und ganz oft springt, dann hast du doch mehr Blick. Was ist das denn, Max? Du hast Kevin... Willst ihr den nicht? Aber habt ihr... Das ist... Ihr wisst, dass Basaltsäulen sind und die sind absolut 100% symmetrisch perfekt angeordnet in einer Kreisform, Trimax, die sich immer weiter schließt. Trimax, das und Problem... Und obendrauf kommt so Inferno-Turm-mäßig oder Sauron-Turm. Sauron baut schon jemand, das baut schon Joecraft. Honig-Lava-Auge. Was? Unendlich heftig. Nein, das wird nicht passieren. Du hast unsere Immobilien, die in der 1A-Lage waren, abgewertet auf eine 4D-Lage, Max. Wir können einpacken. Was ist das da oben? Was ist das denn?
Das ist der Melonengolem. Ach du Scheiße, was ist so? Das denn? Jetzt sag nicht, der ruiniert dir auch die Sicht. Alter, wenn ich hier in meinem Haus stehe, das geht nicht. Ich stehe hier, dann sehe ich da diesen Turm, diese Hochhaus und diesen verkackten Melonengolem. Und ich muss auf dein Haus gucken, das ist auch blöd. Mein Haus doch nicht Das kannst du nicht sagen! Ey, Digga, ganz ehrlich, Max, es tut mir leid. Also jetzt sehe ich hier nur noch blanke Provokation. Der sah auch nicht so groß aus irgendwie, als ich angefangen habe. Das kannst du nicht machen, Bro, wirklich. Guck mal, Digga. Ich sehe nicht mal mehr die Bucht von meinem Fenster hier oben, Bro. Das ist echt nicht okay. Ich überprüf also, das mal. Wie, ich Alter, du bist ja so hoch. Hä? Aber Max, wenn der fertig ist, guck mal bitte. Jetzt schau dir mal bitte an. Ich wohne hier oben in einer wunderschönen Villa, die von Architekten ausgezeichnet worden ist. Mein Dachbalkon hier oben. Ich schaue auf einen Melonengolem mit einem Mikropimmel. Ein World Trade Center, Reapers Kackhaus, noch ein World Trade Center und diesem Turm. Ja, aber du bist natürlich zu unserem Kollektiv dazugezogen. Hä? Ich war von Anfang an dabei, what the fuck? Ich war in der ersten Folge dabei. Ja, aber du hast ja uns ausgewählt. Ich bin jedes Jahr. Also, dass Reapers, Chef Schwobel und Strymax jetzt nicht die Aesthetics-Gods sind, neben die man ziehen möchte, das war ja von vornherein schon klar, oder nicht? Max, jedes Jahr also bin ich der Nachbar von G-Time. Und ich wohne... Das ist Herr Strobels Haus! Nein! Alter, Max, das kannst du wirklich nicht machen, Digga. Ehrlich, guck doch mal bitte. Wie sieht denn das hier aus? Wie geil der ist. Lass mich den mal fertig bauen. Okay, ich lass dich den fertig bauen, aber dafür wird die Kaktusfarm abgerissen. Die produziert so viel Knochenmehl. Digga, das muss doch nicht sein. Ich könnte noch einen Turm um die Kaktusfarm rumbauen. What the fuck? Nein! Bitte bau nie wieder irgendeinen Turm. Bitte, Max. Weißt du, was du machen kannst, Max? Du machst den ein bisschen niedriger und wir bauen daraus eine natürliche Klippe. Und da bauen wir was hin. Oder du verlegst deine Kaktusfarm in diesen Turm rein. Kaktusturm, absolute Riesensprengung. Alles weg. Ja. Den Turm bis ans Sky Limit setzen. Eine riesige Honig-Lava-Augenkugel da reinballern. Ja. Und dann da drinnen den Kaktusturm wieder aufbauen. Gita, was sagst dann du dazu? Dann habt ihr zum Beispiel hier die, das ist doch auch nice. Wenn der Kaktusturm weg ist, habt ihr doch eine gute Sicht eigentlich. Es gibt auch noch Option 3. Was kommt jetzt? Wir bauen den Turm ab. Ja. Weil ich krieg die Materialien wieder. Ja. Und Max, ihr schuldet mir jeder 250 Diamanten. Was? Sag mal, das ist Erpressung. Ich hab die Regel nicht gemacht. Du doch, die hast du gerade gemacht. Diese Regel hast du gerade gemacht. Max, pass auf, ich mach dir ein Angebot. Angebot Nummer 4, okay, Max? Wir nehmen diesen Turm, okay? Wir nehmen diesen Turm und den Kaktusturm, kombinieren das und bauen den Turm hier hin. Hier unten, direkt neben Chef Strobel. Und wir helfen dir dabei. Du fuckst da unten wohnt Dehner, der ist bestimmt sauer. Drauf, der kann das nicht alles kaputt machen. Und dann, voll asozial, du willst nicht, dass es neben dir ist, oder soll ich es neben Dehner bauen? Nein, Dehner ist eh nicht mehr online, der ist nicht so wichtig. Das nimmt dann nur Chef Strobel den Mehrsicht. Der ist halt echt groß, der Turm. Also ich würde sagen, abgelehnt, aber ich könnte mich drauf einlassen, wenn er noch einen Ticken größer wird. Ja, wir ziehen den hoch. Wir ziehen den bis zum Skyline mit dem Turm. Ich glaube, er meint größer, dass er noch einen höheren Durchmesser haben soll. Richtig. Größeren Durchmesser? Ich meine nicht höher, sondern... Was für einen Durchmesser stellst du dir denn vor? Der hat ja jetzt 37 Blöcke, ne? Ja, ich würde höchstens auf... 43. Ja, okay. Zusätzlich noch eine Bedingung. Mhm. Ihr tragt den Sand hier ab und den Kackbambus. Okay. Und ihr tragt meinen Turm ab und... Stellt mir das Material zur Verfügung. Okay, Kevin, let's go, komm. Und jetzt kommt die letzte Bedingung. Ja. Ich mache ja einen 24 bis 36 Stunden Stream. Ja. Dafür brauche ich unfassbar viel Materialien. Mhm. Und die muss mir G-Time farmen. Ich brauche 20 Schalker Shells voll mit XP-Bottles. Was? Das kriegst du nicht hin, Max, das geht nicht. Aber du hast doch Infinity-Trade. Weißt du, wie lange ich dafür traden muss? Das geht nicht, Max, das ist wirklich over. Okay, dann möchte ich einfach sehr viele Schalker-Chests haben. Das wäre dann die Bedingung. Okay, ja, das ist easy. Ich mach dir eine XP-Models, mach dir auch welche fertig, für den Fall der Fälle. Eine, ja. Bin ich ein guter Unterhändler? Sag es. Ein Unterhändler. Ja, bin ich doch, oder? Ich bin ein Friedensstifter. So, Max, ich helfe dir jetzt. Ich baue das dir jetzt mit ab, okay? Alter, stabiler Flug! Junge, Max, Alter, ich schwöre, du warst kurz davor, einen riesigen Krieg hier auszulösen, das weißt du, ne? So ein Bombardement hätte es in Craftzeit noch nicht gegeben. Das ist alles... Der ist schon massiv, der ist schon geil. Ja, aber Max, du verstehst nicht die Auswirkungen des Ganzen. Wir können froh sein, dass wir jetzt hier einen Deal gefunden haben, wo alle sagen, jo, damit leben wir. Junge, Max, das war wirklich sehr knapp jetzt, ne? Ist aber ein guter Deal. Ich helfe dir doch schnell, den Turm wieder hier hinzurichten. Dann machst du die Kiste hin und tust da den Stuff rein. Genau, bleibt das denn die Struktur, ja, ne? Das weiß ich nicht. Müsste eigentlich doll im Basalt bleiben. Alter, dieser
Wald sieht ja so geil aus. Richtig natürlich, Junge. Ja, aber man könnte echt sagen, dass dein Wald Notch gebaut hat. Bist du lost, diese Bäume, die hier stehen, Alter? Das ist gemischt. Es sind ein paar gespawnte dabei. Du hast hier wieder Level 3 Raketen genommen, Revi, du kleiner Sack. Ja, hab ich doch gesagt, dass ich klaue. Geil, der Baum blockiert perfekt den Melonengolem, die hässliche Scheiße. Guck mal hier, Max. Wenn man hier steht, sieht man den nicht. Siehst du das? Ich hab da extra einen Baum hingestellt. Guck hier, stell dich hier auf die Brücke. Findest du den Wald nicht schön? Hier ist. Kann ich dieses Gras hier einmal abbauen, bitte? Warum? So, nervig. Ich finde ihn sonst ganz gut. Oh, wie weit bist du? Schmal hier der Aufgang. Hier auch noch hier mit den Blättern. Wechsel das nochmal nach. Eine Minute hab ich noch. Komm über die Brücke, guck. Ja. So. Okay. Ja, da ist eine Kurve in der Straße. Geh doch einfach, du Ochse. Ich muss auch sagen, ich dachte, dein Wald ist schlechter, weil G-Time so gehängt. Ey, du hattest Leben nicht hier gesagt, du wolltest das Video anschauen. Ey, wir haben heute geschafft, wir haben Deal verhandelt, Max Turm ist weg, die Kaktusfahren kommt mit. Einfach nur geil. Ja, vor allem, wenn der ganze Berg jetzt noch hier mit Bäumen und sowas übersät wird, Mann. Das ist ein richtig schöner Fantasy-Wald. Haustour machen wir die Tage, Leute. Der Baum wird hier noch groß gemacht und sowas. Ey, das wird richtig, richtig, richtig geil. Ja, du bist jetzt so eine. Zehn Sekunden noch. Auf der letzten Sekunde habe ich den noch geschlagen. Lol. Hast du das Spiel? Kennst du das Spiel? Was, Clash Royale? Ja. Ja, kann ich. Schon mal gespielt? Zeit lang. Sagt dir legendäre Arena was? Habe ich mich bis jetzt noch nicht befunden. Weil ich befinde mich in der legendäre Arena. Das ist Arena 15. Bam. So, bin soweit. Alles klar. Einmal aus dem Spiel raus. So. So, ich muss mal kurz, ganz kurz eine Einstellung in meinem Spiel noch, unter Windows machen. Kannst du machen. So. Windows und G. Die Taste funktioniert. Die Funktion funktioniert nicht mal. Tastenkombination Windows und G funktioniert nicht, weil unter Windows und G kann ich alles einzeln einstellen. Ja. Das Spiel, Discord, alles einzeln. Weil unter Windows 7 konnte es noch, Windows 10 weiß ich jetzt nicht und ich bin hier bei Windows 11. Da geht es nur noch über dies. Dann machen wir es halt hier über den ganz umständlich. Destiny etwas. Machen wir mal halbe Lautstärke. Discord auf volle. Und System Sounds auch auf die Hälfte. So. Dann. Jetzt hier da. Nee. So. Dann zeig mir mal ganz kurz deine Engramme. Ob du welche hast.
Ich sehe das ja in deinem Stream. Nein, nicht verlasse. F1. Nein, nein, du musst F1, dass du deinen Charakter öffnest. Und dann einmal die D-Taste. Und dann bist du direkt im Inventar. Du hast keine, aber ich habe meine 10 Plätze voll, also muss ich zumindest kurz zum Turm. Dass ich die einmal kurz einlöse. Und ich habe etwas im Postfach. Schauen wir gerade mal. Das ist langweilig, das ist dann weg. Unglaublich, wie gut dieser Jäger gestern im Schmelztier aus. Freund? Dann schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. Leute, solange passt diese Zeug gemacht, spiele ich hier noch mein Spiel weiter. Nee, de. Ich muss sagen, es ist gar nicht so leicht, auf das nächste Level zu kommen, leider. Bei welchem Spiel? Dragons. Ich bin gerade in der Arena. Rauf mich mit ein paar anderen Drachen. Warum kriege ich denn gerade nur noch... Warum kriege ich gerade 2 10er Drachen und einen 8er? Was ist denn das? Ist für mein Level schon Frechheit. Ah. Du hast ja bei dir die eine Markierung da. Dieses blau-weiße Markierung da. Folgt der mal. Unserer hellsten Sterne. Waffenmeister Level Up. Ich sehe das eben mit riesengroßer Verzögerung. Neu geschmiedetes Licht, okay. Der ist für die Schmelztiegel. Schmelztiegel könnte man tatsächlich machen.
Schau dir mal die Beutezüge an und nimm aber nur die mit, die du auch machen kannst. Sonst du schon nur unnötig Geld ausgeben. Was ist Supers? Der Anblick eines erfahrenen Hüters, der sein Licht einsetzt. Supers, da sag ich gerne Ultimate. Fähigkeit ist zum Beispiel eine Bombe reinschicke. Aber es kommt darauf an, welche Fähigkeit gemeint ist. Weil eine kannst du ja mit Q mit Bombe. Und dann ist noch eine zweite Fähigkeit, die ist aber dann mit C verknüpft. Setzt ein Super ein. Der Anblick eines erfahrenen Hüters, der sein Licht einsetzt, ist die schönste und furchteinflößendste Sache, die je zu Gesicht bekommt. Ja, also brauchst du zweimal deine Ultimate einsetzen. Ja. Das würde ich auf jeden Fall nehmen, weil das kriege ich auf jeden Fall hin. Das wurde für dich gemacht. Besiege Gegner mit einem Beleben Fähigkeit. Dein Licht kann viele Formen annehmen. Meister sie alle. Warte, dein Stream hat Verzögerung. Das dauert erst. Fähigkeit. Ja, würde ich mal mitnehmen. Das wurde für dich gemacht. Strähne, besiege Gegner in einem einzigen Leben. Besiege Gegner in einem einzigen Leben. Wie viele werden wohl vor dir zu Boden gehen? Ja, warte. Ich sehe es erst gleich. Gegner in einem einzigen Leben. Die ist zwar ein bisschen schwieriger, aber die kann ich trotzdem mitnehmen. Vielleicht schafft sie ja. Kaputt machen. Schließe Matches im Rumble ab. Wie Hüter verlassen uns auf unsere Einsatzdruck. Doch manchmal bleibt uns keine andere Wahl, als alleine zu kämpfen. Warte. Schmelztiegel-Matches. Ja, das nehmen wir mit. Das ist dann sowieso damit abgedeckt. Hoffentlich ist das so belastbar. Erlange einen Zufallsbeutezug im Schmelztiegel. Ja, das Zufall lass mal weg. Weil du da weißt halt nicht, was direkt rauskommt. Bevor du da unnötig Glimmer ausgibst. Weil Glimmer solltest du, wenn möglich, sparsam umgehen, damit du dir dann deine ganzen Fähigkeiten da freischalten kannst. Was ich gemacht habe, auch mit Meditieren. Damit mir das alles komplett voll und ganz fertig. Einrichten kann. So, warte, wo bist du jetzt überhaupt? Seh dich gar nicht hier auf der Map. Ach, da. Warst du bei denen hier direkt ganz vorne? Bei was? Bei dem hier, Commander Zavala. Bei dem war ich nicht, nein. Aber ui. Der hat gleich zwei Kramme. Zweimal Hüterrangerhöhung. Der hat nur Beutezüge für mich. Ja, die lasch weg. Die brauchst du jetzt nicht. Erinnere die Lage und Kontrolle. Aber erinnere sie daran, dass ich für sie da bin. Nee. Es ist ein Versprechen. Ich arbeite nicht mit Schrotflinten, damit kann ich eh nicht umgehen. Passt der Schrotflintenarbeiter. So, warte, ich tu nur kurz eine Sache im Tresor ablegen und dann kann ich mir kurz zeigen, bei wem du warst. Tadam. Der Kampfbogen kann ich. So. Da bist. Ich komme zu dir. Ich kann dir zeigen, wo du gerade warst. Ich sehe sofort. Na, da war ich schon. Ich meine bei dem, wo du gerade die Sachen die Beutezüge geholt hast. Wo auch deine Markierung gewesen war, die siehst du jetzt nicht mehr.
Ah, hier, ja, Schmelzsiegel. Bekommt hier gut. Ich hätte vorher auf die Dinger gucken müssen. Ui, zwei Engramme. Nehmen wir doch gerade mal mit. Dann räumen wir hier auch noch. Supers nehme ich auch. Fähigkeiten, Strähne, Schmelzsiegel. Ich nehme die ganzen zufälligen mit, weil ich habe mehr als genügend. So, was hat der mir gegeben? Wie viele Kabale hast du heute kalt gemacht? Mehr als genug. Mit jedem Tag wird der Schmelztiegel gnadenloser. Das muss so sein. Und ich sorge dafür. Automatikgewehr ist nicht so gut. So. Was gibt es Neues? Du hast von denen gerade vorhin eine Quest bekommen. Ja. Dann gehen wir kurz. Ich muss hier den ganzen Schmelztiegel auf leiten. Diese, lass mich nicht warten. Auf diese, bei deinen Quests. Das ist das, was das neu geschmiedete Licht hast bekommen, ne? Ja. Dann markier das mal. Und dann noch kurz drauf bleibe, damit ich sehen kann, dass wie viele Schritte das hat. 1 von 5. Gut, dann mal auf Zielorte. Ey, das siehst du nicht auf der Karte, musst auf die Zielorte. Wir sind 5, ja. Drück mal da auf Schmelzziegel. Ich muss wissen, welcher Modus das ist. Mit der Zeit wird die Dunkelheit wieder an Macht gewinnen. Wir müssen bereit sein. Ich weiß, du kannst zwar nicht die Runde starten, aber dass ich weiß, welcher Modus das ist halt, der bei dir markiert ist. Das ist der Kontrolle, ne? Ui. Das wird happig. Wir spielen gegen echte Spieler. Uff. Und da kann ich dir gleich sagen, da werde ich selber auch immer an die Grenzen stoßen. Okay. Also jetzt nicht im Sinne von Grenze stoße wegen dem einen Modus, wo mir gestern aufgegeben hatte, sondern richtig an die Grenze. Ja, das habe ich auch nicht gesehen gerade. Weil da in dem Modus sind ganz gerne mal Schwitzer unterwegs. Wie du ganz gerne in Fortnite sagst. Man kann zwar in dem Sinne zwar nicht vergleichen, aber nur um deine Wortwahl zu verwenden. Ja. Dass du halt zumindest schon mal vorgewarnt bist. Kontrolle. Oh Gott. Die sehen schon so aus, als ob sie keine Ahnung aus den höchsten Gebieten kommen. Wenn du um sie kämpfst, Hüter. Ah, hier, Teil auch von Destiny. Eroberung. Du hast Zone C erobert. Der Feind hat Zone A eingenommen. Eieiei.
Und ich bin schon tot. Herzhaft. Aber ich kann wieder. Ich spawne automatisch. Junge, die bringen mich ja gleich um. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Wir wollen Zone C gehen. Ich gleich. Zone C verloren. Da brauche ich nämlich eine andere Waffe jetzt, habe ich gemerkt. Hey, die sind viel zu stark. Die Führung ist verloren. Doch es geht immer noch knapp zu. Ja, was soll man da auch machen? Du hast Zone C erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Das ist scheißegal. Fehlt nicht mehr viel, dann fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an. Oh. Ich bin schon wieder tot. Gleich auch schon wieder. Warum kann ich meine Klassenfähigkeiten nicht einsetzen? Das ist deprimierend. Oh, Zone B wird gerade erobert. Wir haben gleich nicht mehr den Zonenvorteil. Zone B verloren. Aber ich gehe mal Zone C hier bewachen. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Jo, die gehen alle auf mich. Ich bin gleich down. Ja, ich alle gehen auf B. Weg. Alle gehen auf B. Ich bin nämlich zu weit weg. Zone C verloren. Ja. Eben. Die sind alle auf C gegangen gerade. Von hinten. Junge, wie stark sind die denn? Ich sag ja, wir spielen gegen echte Spieler. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Inwiefern? Weil wir A und B haben. Ja, die haben gleich eh wieder A zurück. Ja, haben sie auch. Zone C erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Was ist denn jetzt passiert? Wurde mit dem Ultimate getötet. Ich schaff's nicht, meinen scheiß Ultimate aufzuladen, damit ich diese Quest machen kann. Bin wieder tot. So oft wie ich sterbe, kann ich meine lädt sich meine Ultimate nie auf. Ja, chillig. Aber wir liegen immerhin in Führung, das ist schon mal gut. Es bleiben noch 5 Minuten. Ein starker Start. Kämpf weiter. Das erste Jahr.
Natürlich. Alter, hat eine Basispower von 1561. Wie lächerlich. Ja, moin. Ich bin schon wieder tot. Ja, ich bin auch schon wieder gleich tot. Och, Pflege, lass mich jetzt in Ruhe. So eine Boah. C verloren. Wir haben C verloren. No. Ey. Ey, der war low. Hallo, der Pisser. Zone A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Gut. Wenn es weiterläuft, gewinnen wir die Runde. Wenn es weiterläuft. Natürlich! Was ist denn das? Haha. Faust Maul gelückt. Drei Minuten. Du liegst in Führung. Bleib stark. Ja, die nehmen gleich schon wieder ein. So eine Zehe wird. Ja, okay. Ich helfe dir und so mal schneller verloren. Mit erobern. Du hast Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Wir werden angegriffen. Der Sieg ist ganz nah. 2-1. Ich kite die gerade alle weg. Ich hab die gerade mit meiner Ultimate alle weggekitet, yo. Zone A erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Yo, nein, ich wurde gekillt von hinten. Nein. Zone B wird gerade erobert. Wir hatten gerade kurzzeitig alle Zonen. Ja, hatten wir auch. Zone C wird wahrscheinlich auch gleich eingenommen. Ich bin gerade beim Erobern. Ich verlange nur den Sieg. Ja, geil. Yes. Ich hab den letzten Punkt erobert. Ah. Ich hab eine exotische und eine legendäre Waffe bekommen. Vor allem, ich hab am Ende noch so viele weggeschnetzelt. Ja, ich hab noch 9 Leute besiegt. Oha, was? So. Ich habe ausgewählt zum Orbit zurück, da dürftest du, glaube ich, automatisch mit. Und dann sag ich mir gleich mal da den Quest-Fortschritt. Ja. Hola, Automatik, super. Granate, Fähigkeit, Schmelz. Siegel, Matches, super, einmal eingesetzt. Schmelzsiegel. Nein, nicht das. Das meine ich jetzt nicht, sondern deine. Die da vor, die da drüben. Bei den Quests. Das eine ist Beutezüge, ich rede von den Quests. Kontrolle 1 von 2. Schieße Matchziegel. Nein. Neu geschmiedetes Licht. Ja, ist doch. Schieße Schmelzziegels ab. Schmelzziegel-Matches ab. Achso, bist du noch in eines. Ja, dann switchen wir gerade nochmal rein. Raschle, das 1 brauchst du ja noch. Ja. Weil die anderen Modus da unten. Warte, sind sogar frei zugänglich. Bis auch das eine nicht. Wie einfach seine Basispower wesentlich ein bisschen höher ist als meine. Hatte Energie 452.
schau mal kurz auf mein Handy. Wie ist es, die schlechtere davon soll ich vernichten? Also die 1444er. Die schlechtere von demselben Energie. Ja. Einfach vernichten. Dann die schlechtere weg, ja. Ich schau mir grad. Maureen hat dieses Spiel schon extrem viel gesuchtet. Sie hat viel mehr Spielzeit als du. Aber du bist vor allem gleich. Du bist vor allem weiter als sie. Von der Basispower. Ja, ich bin sogar jetzt noch eins höher geworden. Weil ich einfach nur sozusagen die Brust geändert habe. Aber du bist bedeutend weiter als Maureen schon. Wieso? Weil sie hat 363. Und es dauert eigentlich normalerweise schon lange, bis deine Basispower höher geht. Ich musste auch richtig kämpfen, um meine Basispower überhaupt so weit hoch zu pushen. Eigentlich geht es viel schneller, wenn du die ganzen Pakete kaufst. Oder zumindest ein Paket gekauft hast. Ja, aber trotzdem das Geld ausgeben. Aber da ich das ja nicht mache, ist es extrem schwer, höher zu kommen. Aber da du ja mit mir unterwegs bist, jetzt mal unabhängig von dem Kampfmodus hier, kann ich die Gegner ja von meinem Powerlevel ja her viel schneller besiege. Ja. Also jetzt nicht nur vom Powerlevel, sondern auch halt meine Spielerfahrung. Auch wenn ich weniger Spielzeit habe, ja, ich habe mehr Spielzeit als Maureen. Aber dadurch tue ich dich ja die ganze Zeit hochpushen. Ja. Demzufolge konntest du, wo du du kommst nicht mal die Hälfte der Spielzeit von Maureen ran. Ja, weil ich halt nicht so viel wie sie da reingehauen und so weiter und trotzdem Basispower höher bin. Richtig. Aber ich tue dich ja dadurch ja schnell voran pushen. Ja. Hatten wir eigentlich mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sind wir. Also wahrscheinlich die Gegner vielleicht noch nicht vollzählig. Drehen nur ein paar Ründchen hier. Abflug! Direkt rein. Die Festung, europäische Todeszone. Kontrolle. Erde. Ui, ich hab mir gerade mal kurz auf der Schnelle die Werte von unserem Team aus angeschaut. Die Werte sehen nicht so gut aus. Von uns oder wie? Ja. Ich geh mal A erobern. Der Feind hat Zone C eingenommen. Zone B erobert. Oh Gott. Ich wurde weggekitet. Ich auch. Der Typ ist 37. What the fuck, was geht mit dem? Zum Glück hast du jetzt nicht. Zum Glück hast du jetzt nicht, dass du gewinnen musst. Als Quest, dass du gewinnen musst. Sondern einfach nur als Quest, dass du das abschließen musst. Wie unfair. Zone A erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Für einen Moment, ja. Ja, ein Schlag, ich bin down, cool. Ja, was ist das für ein Bullshit schon wieder? Die spielt nur mit einer Pistole. Der Feind hat den Zonenvorteil. So ein Pisser. Boah. Ja, Raketenwerfer. So eine Misse, ey.
Ja, moin. Ein Hedy und ich bin weg. Ja, ich auch. Kann auch nichts machen. Ja, tschüss. Wie es aussieht, werden wir die Runde verlieren. Es sei denn, wir schaffen, das noch aufzuholen. Also möglich ist es, aber schwierig. Ja, natürlich, da gibt mir einen, hätte ich bedauern. Du hast den Zonenvorteil. Ja, nicht mehr lange, der ja. Zone C verloren. Der Gegner hat den Vorteil. Ja, ja. Oi. Kleiner Ekelhafter. Vielleicht tot. Zone A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Du hast Zone C erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Zone A verloren. Zone B verloren. Sie haben den Vorteil. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Nimm C ein. Zone C verloren. Ja, einmal und ich bin tot. Wie unfair. Ich sag ja, das. Hier sind schon Schwitzer unterwegs. Ich hoffe, ich sterb jetzt nicht. Scheiß schon. Zusammen sind je mehr eine Zone erobern, desto schneller geht's. Der, was haben die denn alle für ein Level? Die sind anders OP. Okay. Du kannst einfach nichts machen. Du. Es geht nicht ohne Punkt, das ist nur der den Level, den du siehst. Das ist nicht der richtige eigentliche Level. Ja doch, die Stärke von demjenigen. Nein. Down. Nein. Es geht auch viel um Taktik. Wie gut kann man zielen? Wie gut kann man sich bewegen? Zone C verloren. Ja, in meinem Sinn hat das. In meinem Sinn hat das ja nicht mal einen Sinn. Powerplay für deinen Feind. Aber hier kriegst du halt, wenn du gewinnst, halt sehr gute Zone Belohnungen, die dich auch gut voranbringen. Aber ich spiele es meistens nicht, weil. Meistens verlierst du. Ich kann so viel drauf schießen, wie ich will. Ich mach denen keinen Damage. Ich mach den minimalen Damage mehr nicht. Ich auch. Ich habe zwar eine Quest für meine Ultimate, aber ich krieg meine Ultimate hier nicht aufgeladen. Ich schon vielleicht mal, aber nicht, wenn ich die ganze Zeit auch weggekitet werde hier. Ja, weil da kann ich nämlich nicht aufladen. Vor allem, so ein Pisser spielt die ganze Zeit mit seiner Drecksniper da, ey. Die würde ich am liebsten schon wieder schlagen. Zone C verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil. Ja, ich glaube, der hat seine Dings, seine